Guten Morgen, Trader, und herzlich willkommen zum Freitag. Die Woche geht zu Ende. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Dritter Monat im Quartal, wollte ich sagen. Und der dritte Freitag im dritten Monat des Quartals. Heißt, wir haben heute großen Verfalltag, der sogenannte Hexensabbat im September. Das müssen wir unbedingt auf der Uhr haben, weil da kann es manchmal schon zu ziemlich komischen Bewegungen gerade bei den Indizes kommen. Aber das nur hier am Rande. Natürlich gleich an dieser Stelle auch die Einladung an alle, die hier live zuschauen. Wer mag, einfach in die Chats hinein den einen oder anderen Wunschmarkt schreiben. Und wir gehen darauf ein. Heute dann natürlich auch wieder der große Rundumschlag. Wir schauen auf die Indizes und natürlich auch auf die Nachrichten der kommenden Woche. Also was uns da erwartet. Diese Woche hatten wir ja einiges an wichtigen Nachrichten. Das gibt's alles gleich im Livestream an dieser Stelle. Georg, Olaf, Wolfgang, Elena, guten Morgen. Jetzt klicke ich gleich nochmal die Fragefelder auf hier im GoTo-Webinar, weil da haben wir natürlich auch wieder fröhliche Zuschauer mit an Bord. Der Reinhold fragt heute auch mal nach Euro, Schweizer Franken. Machen wir. Ich hoffe, ich behalte es im Kopf, aber das kriegen wir schon hin. Bevor wir ins Webinar reingehen, natürlich wie immer der richtige und wichtige Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit schauen wir einfach mal hier auf die heutigen Themen. Ich hatte es avisiert. Es gibt zum einen die aktuellen Handelsideen. Logisch, wir wollen ja traden und auch in den Währungen gibt es immer schöne Bewegungen. Heute im US-Dollar, japanischen Yen. Mal mit dem Blick aufs große Bild. Sehr, sehr spannend, was dort zu sehen ist. Euro, japanischer Yen, ebenfalls interessant. Und britischer Pfund, kanadischer Dollar. Haben wir wieder da, ist in einer schönen Situation, das müssen wir unbedingt miteinander besprechen. Dann gibt es den Wochenausblick, die Analyse der großen Indizes und dann im zweiten Teil gibt es das Konjunkturspezial und zwar den ZEW-Konjunkturbericht, den haben wir am Dienstag bekommen und am Mittwoch gab es die FED, da haben wir ein Statement von Powell bekommen, die Zinssenkung, naja, die war erwartet worden, aber viel, viel wichtiger ist das FED-Statement und so ein kleines bisschen auch die Stimmung in der FED. Da ist manchmal ja nicht das Ganze auf einer Ebene, nicht der schöne Sonnenschein, nein, diesmal gab es ein paar Stimmen, die sich nicht so einig waren. Das Ganze schauen wir uns nachher im zweiten Teil an. Das Ganze wie immer hier auch auf Facebook und GoToWebinar zu sehen. Und wir schalten jetzt gleich mal rüber auf die Nachrichten für heute. Wir sehen es hier auf dem Schirm. Großer Verfalltag an dieser Stelle. Nachrichten gibt es auch ein paar. 8 Uhr haben wir die Erzeugerpreise hier in Deutschland bekommen. Rückgang um 0,5%. Das wird der EZB nicht schmecken. Aber es ist, wie es ist. Ne? So einfach. Es ist ein Rückgang. Punkt. Was gibt es noch? Wir bekommen heute Nachmittag ein paar Nachrichten aus Reden vom FOMC-Mitgliedern aus den USA um 14:15, um 17.20 Uhr. Also jetzt nichts Dramatisches aus den USA. Und dann heute Abend geplant die COT-Reports für diejenigen im Rohstoffbereich, die drauf schauen, was die Big Boys dort machen. Oder in den Future-Bereichen, da sehen wir ja, was die Großen machen. Das Ganze, wie schon gesagt, in den Rohstoffen, in den Währungen, wen das interessiert. Ab 21.30 Uhr steht das Ganze kostenfrei im Web verfügbar. Und das zum Tag und damit rüber in die Charts. Und zwar starten wir hier mal mit dem Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Heute, wie ich gesagt hatte, das Bild mal ganz von oben betrachtet. Naja, nicht ganz hoch. Wir können natürlich noch auf den Jahreschart gehen. Aber wir wollen es an dieser Stelle mal nicht übertreiben. Da wäre hier nicht genug zu sehen. Also für die, die das interessiert, wenn der Monatschart haben wir hier. So sieht es im Monat aus. Also es ist zwar das gleiche Bild, wir sind auch in einem abwärts gerichteten Markt, aber viel interessanter finde ich gerade das, was wir hier im Wochenchart sehen. Ich sehe gerade, auf Facebook geht kein Ton. Da muss ich mal schauen. Ton? Strange. Also, folgendermaßen, ich sehe den Ausschlag auf meinem Mikrofon. Das heißt, der Ton sollte eigentlich funktionieren.
Kann ich mal bitte kurz eine Information bekommen von den Zuschauern, die ich auf Facebook habe, ob der Stream läuft? Weil bei mir läuft der Stream ganz normal. Das will ich bloß kurz abchecken. Ton läuft. Ton ist da, aber leise. Und das kann ich regeln. Kleinen Augenblick. So, jetzt habe ich den Ton mal ein bisschen lauter gestellt. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Kurze Rückmeldung wäre nett. Dann passt das. Gut, also es läuft, Ton ist da, Ton sollte jetzt auch lauter sein. Von der Seite her, danke für die Infos. Okay, gut, machen wir weiter hier im Check und damit geht's im US-Dollar japanischen Yen. Also zurück auf den US-Dollar japanischen Yen. Also, was sehen wir? Verortung hier im ganz großen Bild natürlich abwärts gerichtet. Das ist auch das, was wir gerade im Monatschart gesehen haben. Also, das ist hier. Und das Ganze läuft schön abwärts. Was wir noch sehen ist hier, das ist der Bewegungstrend. Also hier fließen auch zwei Trends in die gleiche Richtung. Immer schön zu sehen, wenn sowas passiert, dann haben wir die Dynamik auch da. Nummer zwei. Nummer drei, ich habe es hier eingeskizziert. Das, was wir hier sehen, in grün eingezeichnet, das ist der Trend, den wir momentan auf Tagesbasis haben. Was ich an dieser Stelle hochinteressant finde, ist das Thema, dass wir hier anscheinend eine Abverkaufskerze bekommen. Ich weiß, die Woche ist noch nicht um, wird der ein oder andere sagen, ja, man muss hier abwarten, bis die Periode um ist. Das ist auch absolut korrekt. Nur, wenn wir hier ein bisschen Timing-Gedanken auch mitspielen möchten, schauen wir uns das Ganze jetzt natürlich mal von der Verordnung hier an. Und der Punkt, wo wir uns gerade auch ein bisschen drehen, ist auch eine interessante Marke, nämlich hier die Stelle. Ich skizziere das mal ganz kurz ein. Schaut euch das mal an hier, was in der Vergangenheit hier in diesem Bereich passiert ist. Da hatten wir immer mal Drehbereiche, ne? Hier sind wir oben drauf gekommen, abgeprallt, drunter, ran, drüber, drunter, hoch. Drunter, hoch, drunter. Jetzt sind wir wieder in diesem Bereich. Also, das ist ein interessantes Level, was wir hier an dieser Stelle haben. Und was ich da halt sehr, sehr schön finde, ist die Tatsache, dass wir hier scheinbar gerade an einer Umkehr arbeiten. Und das gibt uns ein schönes Potenzial für die Unterseite, weil wenn wir tatsächlich hier eine Umkehr bestätigt bekommen, das heißt auch unters Wochentief bei 107, 4,95 drunter laufen, dann haben wir tatsächlich jetzt das Potenzial, dass sich die Woche nach unten fortsetzt. Ne? Und wer das weiß, wenn dort einmal große Dynamik reinkommt, dann haben wir ja auch gute Chancen, einiges nach unten mitzunehmen. Genannte Punkte wären hier als nächstes dann natürlich das Wochentief bei 106. 761, beziehungsweise hier dieses Trendtief, was wir gleich auch auf Tagesbasis sehen wollen, da muss ich gleich mal noch ein Preisschildchen dranhängen. Also hier unten diese Marke knapp um die 105,7 in diesem Bereich. Das wär's. Und dann haben wir natürlich das aktuelle Trendtief bei 104,449. Da müssen wir, wenn wir hier oben reinkommen, gar nicht drauf hoffen, dass sich der Trend großartig fortsetzt. Wir können hier schon genug auf dem Weg nach unten verdienen. Wichtig natürlich, der Markt, der muss sich nach unten jetzt ausarbeiten. Die Umkehr muss kommen, weil wir haben natürlich auch nach oben noch ein bisschen Platz, ne? Also das heißt, die korrektive Phase muss ja noch nicht zu Ende gehen. Dieser Abwärtstrend, den wir hier laufen haben, der hat ja seinen Bereich hier im Widerstand hier oben, haben wir das hoch gehabt um die Marke von 109,316. Also hier zwischen 108,9 und 109 ist ein Widerstandsband. Da kann der Markt natürlich auch noch ranlaufen. Nur so sieht es momentan noch nicht aus. Man muss es aber auf alle Fälle mit im Blick haben, wenn wir die Charts hier analysieren. Weil diese Analysen sind auch immer sehr, sehr wichtig für die Handelssetups, die dann daraus gezogen wird. Ja, also das, was wir hier morgens machen, sind ja wirklich die klassischen Analysen. Wo stehen wir gerade? Und dann sollte jeder Händler dazu in der Lage sein, seine eigenen Setups zu entwickeln und das Ganze dann im Portfolio umzusetzen. Schalten wir mal kurz rum in den Tagescharts. Ja, und da sehen wir, was ich in der Woche gerade grün eingezeichnet hatte, auch hier, das ist momentan der laufende Aufwärtstrend. Ich mache das Bild mal kurz etwas kleiner hier an dieser Stelle. Das heißt, hier stehen wir es. Aufwärtstrend, der steht schön weit in seiner Bewegung. Hier oben liegt das aktuelle Wochenhoch bei 108, 476, das ist das Hoch. Und jetzt ist diese Marke hier unten wirklich eine relevante Marke, die 107, 495. Wir sehen es hier, wenn wir uns mal den Tag anschauen. Das ist ein Marker, wenn wir hier drunter brechen, dann geht der Tag erstmal in die Korrektur.
Und wenn der Tag in die Korrektur geht, sehen wir ja auch, dann wird die Wochenkerze bestätigt. Dann haben wir die Abverkaufskerze in der Woche bestätigt und dann haben wir die Chance nach unten offen, ne? Und wenn der Tag in die Korrektur geht, haben wir natürlich erstmal hier Weg frei. In die weite Bewegung hinein sind wir gelaufen und die weite Bewegung zu korrigieren. Und da haben wir erst einmal hier dieses Level um den Ausbruchsbereich bei 106.761 auf alle Fälle mal als potenziellen Anlaufpunkt liegen. Und mit ein bisschen Glück auf unserer Seite geht es dann natürlich noch weiter nach unten in den Wochenchart rein. Und das ist natürlich das Potenzial, was wir hier haben. Kleinteilig das Ganze mal betrachtet, noch kurz in die Stunde, um mal kurz zu zeigen, wo ich diesen Mittelmarker her habe. Diese Marke hier unten, ja, das ist das, was wir gerade auf Tagesbasis und auch auf Wochenbasis haben, das ist das Wochentief. Und hier sehen wir im Stundenchart, dass das ein relevantes Level ist, ja, aus zwei Gründen. Zum einen, schaut's mal hier, sind wir in die Korrektur gelaufen, das war das Korrekturtief, da sind wir hochgegangen. Dann haben wir wieder korrigiert, hier wieder gebrochen, abgestoßen, dann haben wir ein neues Hoch gemacht. Wenn wir hier drunter laufen, dann haben wir einen Abwärtstrend in der Stunde und der läuft dann natürlich in die Korrektur und das Ganze läuft dann in die Woche rein, alles nach unten gerichtet. Das hier im kurzfristigen Bereich. Und an dieser Stelle, wo wir hier gerade im kurzfristigen Bereich sind, auch noch was für die Kurzfrist-Trader. Interessante Story, die wir hier wieder haben. Schaut's mal, wir haben hier unten eine Overnight-Range, die relativ flach ist. Ich skizziere es mal ganz kurz ran. Also hier haben wir eine relativ flache Overnight-Range. Hier, Moment, das brauche ich mal kurz hier rein. Also die Overnight-Range, die haben wir hier liegen. Und jemand, der gerne mal auf Ranges schaut, der wird sich das natürlich mit, ja, sag ich mal, anderen Augen anschauen als jemand, der in einen Trend hineinhandelt, weil wir haben hier eine Oberseite und eine Unterseite und Range Trader wissen halt ganz genau, wenn es oben drüber geht, haben wir Chancen, dass der Markt ein bisschen hochläuft. Wenn es unten drunter geht, haben wir Chancen, dass er unten drunter läuft. Für mich persönlich wäre hier natürlich das bärische Bild, also die Unterseite, würde dann in die korrektive Richtung passen. Das heißt, wir hätten dann hier schon mal einen Gegentrend. Hier dieser Bewegungstrend, den wir hier auf der Stunde hatten, der ist jetzt eh schon gebrochen. Und das würde dann tatsächlich ins Bild passen, wenn der Markt schwach bleibt, dass das Gesamtsetup eher auf die Short-Richtung geht als auf die Long-Richtung. Was passieren wird, wie schon gesagt, müssen wir sehen. Wir arbeiten ja dann in aller Regel mit dem, was der Markt macht. Das sind die besten Setups an dieser Stelle. Gut. Das also zum US-Dollar, japanischen Yen. Dann geht das Ganze hier an dieser Stelle weiter mit dem Euro-Yen. Kurzen Augenblick schalte ich rüber. Chart Euro, japanischer Yen, da ist er. So, haha, was haben wir hier? Der ein oder andere weiß schon, was jetzt kommt. Der hier regelmäßig zuschaut, kennt meine Korrekturmuster, auf die ich sehr, sehr gerne schaue. Aber hier müssen wir noch ein bisschen mehr mit einbeziehen, weil das Korrekturmuster hier ist natürlich eines mit bullischer Verortung. Warum bullisch? Schaut es euch an. Wir haben hier ein Dreieck. Und Dreiecke an sich sind Korrekturmuster von vorangegangenen Bewegungen. So. Heißt, wenn wir eine Abwärtsbewegung vorher hatten, haben wir ein Dreieck, das hat dann einen bärischen Charakter, weil im Normalfall bricht das Teil dann in Richtung des vorhergegangenen Schubs weg. Hier haben wir vorher aber eine Aufwärtsbewegung gehabt. Heißt, das war ein sehr, sehr bullischer Markt. Dann kommt das Dreieck als Korrektur. Heißt also Ausbruch wahrscheinlich eher in Richtung dieser ersten initialen Bewegung. Und das ist sehr, sehr interessant mit Bezug auf die aktuelle Verortung. Warum? Hier ist der Abwärtstrend weiterhin intakt. Wir sind allerdings hier schon mal ganz, ganz leicht über dieses Korrekturhoch hier rüber gelaufen. Das heißt, dieser Trend hier nach unten ist schon mal angeknackst worden, danach direkt abverkauft worden. Aber wir sehen ja, es war schon ein sehr schöner und dynamischer Anstieg. Heißt an dieser Stelle, das Dreieck hat schon seine Relevanz für die Longseite und das ist schön zu sehen. Das heißt, brechen wir oben drüber, kommt der Ausbruch, dann haben wir die Chancen, diesen Widerstand rauszunehmen, hier übers Trendhoch aktuell oder übers Bewegungshoch drüber zu laufen. Bei 120.01 war hier der Peak und dann hier einen Aufwärtstrend zu bilden. Und dass diese Aufwärtstrends gut funktionieren können, das sehen wir gleich im anderen Währungschart. Das heißt, an dieser Stelle haben wir gute Chancen, schön nach oben zu laufen. Nächster Anlaufpunkt wäre dann hier oben dieser Bereich um die 121,4. Ja, also was ich meine mit nach oben laufen, ist das hier. Das war die Initialzündung, das die Korrektur. Und wie schon gesagt, wenn dieses Muster lehrbuchmäßig aufgelöst wird, dann haben wir Chancen, hier reinzulaufen
Erster Anlaufpunkt, wie schon gesagt, US-Dollar-Yen hier, Euro, japanische Yen, Entschuldigung, das hier nach oben hinweg an dieser Stelle selbstredend. Also sehr, sehr interessant hier an dieser Stelle die Oberseite. Unten müssen wir natürlich mit reingehen, weil wir sind übergeordnet immer noch die Abwärtsrichtung. Und wenn hier der Markt doch runterdreht, dann haben wir im ganz kurzfristigen Bereich erstmal natürlich die Tagestiefs hier unten liegen. Ganz grob natürlich das von gestern hier um die Marke bei 118,95. Leicht runter hier noch ein weiteres Tief bei 118,847. Und dann hier an dieser Stelle natürlich dieser zwischengeordnete Support um die 117,50. So, das an dieser Stelle. Und ich sehe gerade, die Elena schreibt mir, der Ton ist aus GoToWeg. Liebe Elena, ich sehe gerade, nicht nur der Ton ist aus GoToWeg, sondern GoTo ist komplett abgeschmiert. Wenn du magst, bitte geh nochmal rein in GoTo und starte den Link nochmal neu. Das wäre sehr, sehr schön, wenn du das machen könntest. Gut, das also zum US-Dollar-Japanischen, nein, zum Euro-Japanischen Yen. Ach, Mensch. Hier ist ein Fehler drinnen im Chart, das ärgert mich jetzt, aber gut, ich kann es nicht rückgängig machen. Wir gehen weiter ins nächste Währungspaar und zwar britisches Pfund, kanadischer Dollar. Aber ich wollte noch mal ganz kurz was zeigen, bevor wir hier weitergehen, mit den Trendwechseln. Hier sehen wir mal, dass so ein Trendwechsel relevant sein kann. Ne? Hier haben wir den Bruch gehabt des Abwärtstrends und hier hat der Markt angefangen, nach oben zu trenden. Und schaut euch das mal an. Wir haben das Währungspaar britisches Pfund, US-Dollar vor kurzem besprochen. Hier der Ausbruch oben drüber, wie schön das Ganze jetzt nach oben läuft. Hervorragend, das ist immer wieder schön. Das ist auch ein Grund, warum es sinnvoll ist, hier morgens immer mal mit mir in die Charts zu schauen. Gibt wirklich sehr, sehr schön laufende Dinge an dieser Stelle. So, also hier, das geht in die Historie ein. Wir machen weiter mit dem Währungspaar britischer Pfund, kanadischer Dollar. Jetzt muss ich nur den richtigen Chart finden und dann schauen wir direkt auch wieder rein. Hier das Ganze auf Tagesbasis. Das ist nicht der Chart, den ich gezeichnet hatte. So, ich hoffe, es ist alles findbar. So, die Technik heute. Elena sagt, ich muss noch mal rein. So, sind alle da. Dann komme ich jetzt noch mal in GoTo. Kurzen Augenblick, machen wir sofort. So. Zack. Geht sofort weiter. So. Gut. Also, ich bin jetzt in GoTo. Jetzt muss ich nur mal schauen. Elena, bist du so gut und gibst mir die Berechtigung und dann schalte ich gleich meinen Bildschirm wieder frei. Hervorragend. Gut. Passt. Frage fällt wieder auf und damit geht das. Gut, also das hier zum Währungspaar, britischer Pfund, Kandollar. So, das ist noch britischer Pfund, Kandollar. Genau, jetzt muss ich hier oben noch, bevor wir hier, da könnt ihr auch mal schauen, wenn ihr falsche Instrumente angezeigt bekommen, dann geht ihr einfach hier aufs Instrument und wenn hier was Falsches drinnen steht, dann gebt ihr einfach ein, was es ist. Wir schauen jetzt auf Great Britain Pound, Kandollar. Dann auf Anwenden und schwupps, schon steht es drin. Ich weiß nicht, warum es passiert, aber es ist halt machbar, dass man es lösen kann. So, jetzt haben wir hier diesen Chart auch mit am Laufen und wir sehen auch hier einen hervorragenden Richtungswechsel. Schaut es euch an, hier war der Abwärtstrend, hier sind wir oben drüber gelaufen und damit geht das Ganze weiter. So, ich sehe gerade keinen Ton in GoTo. So, ich habe jetzt mal mein Hauptmikro angemacht. Ne, ich kriege kein GoTo hin. Elena, ich kann im GoTo keinen Ton ansteuern. Er gibt mir nichts aus. Aber meine Mikros funktionieren, weil auf Facebook ist ja der Ton auch zu hören. Ich schaue noch mal kurz in die Technik rein. Liebe Zuschauer auf Facebook, das tut mir leid, die Verzögerung. Aber das passiert manchmal, wenn man doppelt streamt,
die Software bzw. die Streaming sind nicht so hundertprozentig, dass da nie was passiert. Ich muss mal kurz schauen, dass ich den Ton auf GoTo wieder anbekomme. So, also mein USB-Mikrofon funktioniert. Es schlägt auch aus in den Pegeln. Ich kann momentan nicht sagen, warum wir auf GoToWebinar nichts hören. So. Okay. Also, Elena, es tut mir leid, ich kriege aktuell den Ton in GoTo nicht rein. GoTo zeigt mein Mikrofon an, aber es schlägt nichts aus. Ja, das tut mir jetzt leid für die Zuschauer über GoToWebinar. Ich hoffe, das kriegen wir beim nächsten Mal geregelt. Wir machen jetzt hier weiter, damit wir natürlich weiter reinkommen können. Gut, also schauen wir hinein in das Währungspaar. Britischer Pfund, kanadischer Dollar. Wir sehen es. Also, wir haben ja schön einen Aufwärtsschub gehabt. Trendentstehung, Trend wurde gebrochen. Und schaut euch das an. Wir sind hier gestern schon reingelaufen in das alte Hoch. Wir hatten hier eine sehr, sehr lange Außenkerze. Hier lief es dann eine Weile drin. Wir haben eine schöne Korrektur gesehen unten rein. Das Low haben wir hier gehabt bei 1,64, 1,58. Und jetzt kriegt der Markt so richtig schön die Stärke, nach oben rauszulaufen. Hier sind wir mittlerweile auch in einen Widerstandsbereich reingelaufen, aber nur in einen leichten hier. Das war unten der kleine Rutsch, als der untergeordnete Trend hier weitergelaufen ist. Die 1,66700 Marke in etwa. Nur der Bruch hier oben drüber, also nach dieser oder aus dieser Korrektur raus. Das ist also sozusagen der Bewegungstrend, den wir hier haben in diesem Bereich. Der hat natürlich sehr, sehr schön funktioniert. Also ich skizziere mal ganz kurz diesen Bewegungstrend noch mit ein. Das ist also dieser hier, den ich meine. Und der hat auch ordentlich korrigiert. Und diese ordentliche Korrektur, die sorgt jetzt dafür, dass der Markt Kraft sammeln konnte und schön nach oben weiterläuft. Und das, was wir jetzt hier als Anlaufpunkt auf der Oberseite weiterhin haben, ist natürlich hier das nächste Level. Schaut mal hier, hatten wir ja auch einen leicht nach unten trendenden Markt. Da hatten wir hier mal ein Zwischenhoch, die Marke von 1,68500. Das ist das, was wir auf der Oberseite jetzt mit am Anlaufen haben. Das heißt, wenn sich das Ganze auch schön weiterentwickelt, ist da durchaus auch einiges an Potenzial mit da. Wenn wir das einfach mal hier unten auch ausmessen, wo wir hergekommen sind, in etwa hier aus diesem Bereich, und wir packen das hier oben mal drauf, dann sehen wir, das Potenzial haben wir da, dass wir hier schön eine Entwicklung nach oben mitbekommen und das Ganze am Weiterlaufen halten sollten. Das Ganze sehen wir hier sehr, sehr schön im Chart. Eine Kleinigkeit muss man an dieser Stelle immer mal noch so ein bisschen betrachten. Sollte es unter Umständen hier dazu kommen, dass sich ein Keil ausbildet, dann wäre das erstmal ein Zeichen davon, dass man diese doch weit gelaufene Bewegung auf diesem großen Trend hier irgendwann einmal korrigiert. Also damit meine ich jetzt natürlich diesen Trend hier. Also der ist ja schon ein ganzes Stück gelaufen. Und wenn wir hier mal kurz vom Measured Move auch ausgehen, das heißt mal von hier oben rein nach unten laufen, in etwa bis hierhin, und wir das hier oben draufsetzen, dann sehen wir es. Die Zielbereiche sind da ähnlich, also ähnlich dem, was wir gerade hier ausgemessen haben. Und wenn wir tatsächlich hier eine leichte keilförmige Ausbildung bekommen, das könnte unter Umständen ein Zeichen dafür sein, dass wir hier eine Korrektur bekommen. Davon gibt es jetzt noch keine Anzeichen. Also der Markt läuft weiter sehr, sehr schön nach oben. Aber es muss von der Seite her nicht sein, dass wir durchlaufen. Wir können auch eine korrektive Phase sehen. Aber der Markt hier weiter sehr, sehr bullisch. Wir haben einiges auf der Oberseite mit zu mitnehmen. Und wenn wir uns das Ganze mal in der längeren Historie anschauen, ihr seht, hier oben ist noch längst nicht Ende. Wir haben noch ein paar Korrekturhochs liegen. Also Potenzial zur Oberseite ist auch da. Wir haben jetzt einen federführenden Aufwärtstrend. Und wie schon gesagt, der ist weiter schön am Laufen. Er kommt mit Dynamik raus. Das ist ein schönes Zeichen. Und hier die Longseite aktuell schön zu präferieren. Und das sehen wir auch, wenn wir mal in die untergeordnete Stunde sehen. Hier alles schön gesund. Der Trend läuft schön nach oben, hat jetzt korrigiert. Und das kann man dann unter Umständen auch dazu nutzen, aus der Stunde heraus, aus der Korrektur der Stunde beispielsweise, wieder in die Trendrichtung des Tages rein zu investieren. Also das sind Punkte, die sehen wir hier. Wie schon gesagt, ein schöner bullischer Markt momentan im britischen Pfund, kanadischen Dollar. So,
Dann haben wir hier noch ein paar Fragen. Und zwar schauen wir, wir hatten vorhin, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, das Währungspaar als Wunsch im Go-To-Webinar, Euro-Schweizer Franken. Das gucken wir uns zuerst an und danach schauen wir auf Austral-Dollar, Kan-Dollar. Gucken wir uns direkt gleich an. Ich fange mal mit Euro-Schweizer Franken an. Hier das Ganze auch im Tageschart. Wie schon gesagt, die Frage kam auf GoToWebinar. Hier diesen Markt am Laufen. Ne? Interessant, was wir hier sehen. Und wir sehen auch, hier wird wieder nicht umgeschalten. Kurzen Augenblick, dass das dann nicht in Verwirrung kommt. Machen wir. So. Euro-Schweizer Franken. So, Instrument Euro-Schweizer Franken. Ich probiere es mal kurz damit, ob wir es rausbekommen. Ja, jetzt haben wir es. Gut, also hier im Euro-Schweizer Franken interessant zu sehen gewesen. Wir sehen es hier unten, einen schönen Support-Bereich, wo der Markt gedreht hat. Was hier sehr, sehr schön zu sehen war, ist auch hier einen interessanten Richtungswechsel bekommen. Das heißt, an dieser Stelle schaut es hier oben, da ging es nochmal nach oben. Hoppala, mache ich kurz in Rot, weil wir hatten ja da noch den Abwärtstrend am Laufen. Das heißt, hier das Ganze schön nach unten gerichtet und dann nochmal ein Tief hier unten in den Support, unter den Supportbereich drunter und dann direkt nach oben gelaufen. Und jetzt schwingt der Markt so ein Stückchen weit nach oben. Hier hat man nochmal einen ziemlichen Spike nach unten, aber wir sehen es, der Markt ist eher aufwärts gerichtet. Hier hat er das Korrekturhoch rausgenommen. Und wenn wir uns das mal kurz anschauen hier, was hier gelaufen ist, ich gehe mal kurz in die Stunde, da kann man es ein bisschen besser erkennen, die Trends, die hier hinten dran laufen, dann sehen wir, wir sind momentan in einem schönen Aufwärtstrend. Also das, was wir auf Tagesbasis sehen, das ist auch das große Bild, was wir hier in der Stunde sehen. Ich skizziere das Ganze wieder in grün, weil wir haben ja den Aufwärtstrend. Also wir sehen hier die erste Bewegung und wir sehen ja auch schön den Bewegungstrend nach oben, gefolgt von der Korrektur. Und auch in der Korrektur haben wir gesehen, die ist trendig gelaufen und jetzt haben wir es halt nach oben geschoben. Hier an dieser Stelle, es läuft schön nach oben. Ja? Hier haben wir auch nochmal vor diesem Hoch etwas getrendet und jetzt haben wir den Markt nach oben laufen. Und das, was wir hier jetzt sehen, das ist die korrektive Phase. Das heißt, hier sehen wir, der Markt korrigiert nach unten. Rein technisch könnte er hier unten bis in diesen Bereich hinein korrigieren. Anlaufpunkte haben wir natürlich hier in diesem Bereich, wo dieses Zwischentief gewesen ist, also ungefähr die Marke von 1,09, die wir hier in diesem Bereich haben. Das ist da. Und hier sehen wir natürlich aktuell die Korrektur am Laufen. Hier trendet es auch leicht nach unten. Ne? Da ist der Korrekturtrend. Und für diejenigen, die sich sagen, okay, ich möchte hier gerne auch in Richtung des Tages investieren, also in den Aufwärtstrend hinein, der wartet hier jetzt einfach nur ab, bis der Markt rumdreht, wieder einen Aufwärtstrend bildet und damit sind wir hier im Euro-Schweizer Franken sicher unterwegs in Richtung der übergeordneten Bewegung des Tages. Das ist das eine. Und jetzt müssen wir natürlich aber auch nochmal schauen, was haben wir denn nach oben hin an Potenzialen da? Und hier sehen wir es zum einen. Kommen wir natürlich gerade aus der Korrektur heraus, wenn es rumdreht. Das heißt, zum einen mal das Korrekturhoch hier oben, diese Marke. Ich ziehe mal kurz die Linie hier runter. Ich kriege es gleich. So, also hier in etwa dieser Hochbereich hier oben um die Marke von 1,10, 1,9. Das wäre der erste Anlaufpunkt. Der zweite Anlaufpunkt wäre dann hier oben dieser Widerstandsbereich an einem alten Trendhoch, was wir hier hatten, also ein Korrekturhoch sozusagen, was wir dort oben liegen hatten. Hier das Ganze um die Marke von ungefähr 1, wo haben wir es stehen? 1,10, 6. Hier, also das hier oben, da wäre mal der nächste Widerstandsbereich zum Anlaufen, wo möglicherweise Kauforders liegen und das Ganze weiter nach oben fortschrauben können. Also hier im Euro-Schweizer Franken haben wir einiges an Chancen, hier schön aus der Korrektur heraus zu traden. Und schaut euch auch mal die Verortung hier an dieser Stelle mit an. Wir sind hier direkt in den Ausbruchsbereich auch reingelaufen. Das heißt, hier haben wir auch eine gute Chance, dass hier ein Supportbereich entsteht oder ein Supportbereich da ist, wo wir wieder rumdrehen können. Wir sehen ja, die Stunde hadert hier so ein bisschen mit dem direkten Schub nach unten. Das sind Chancen für die Longseite. Wie schon gesagt, hier brauchen wir nur abzuwarten, bis sich die Stunde entscheidet, entweder zu brechen. Dann geht die Korrektur noch etwas weiter. Und sobald wir allerdings hier wieder den Aufwärtsschub sehen, haben wir gute Karten wieder in Richtung des Tages. Erst einmal zum Trend hochzulaufen und danach natürlich nach oben weiterhin hinein zu laufen. Das ein kurzer Blick in Euro-Schweizer Franken. Und danach schauen wir auf Austral-Dollar, Kan-Dollar. Auch hier schauen wir uns das Ganze an. Erster Blick natürlich mal in den Tageschart hinein, damit wir sehen, wie das große Bild ist.
Und dann machen wir hier weiter. So, heute ist Tag der technischen Verzögerung, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Gut, also, was haben wir hier im Australdollar, Kanndollar? Wir sehen schon mal einen schön nach oben trendenden Markt. Und das, was wir hier jetzt sehen, das ist hochinteressant. Das ist eine Umkehr, die wir hier gerade bekommen, die sich ausarbeitet. Das heißt, hier mit einem kleineren Zoom haben wir jetzt nämlich die Chance, diesen Aufwärtsschub hier weiter nach oben zu gehen. Also wenn wir uns mal auf dieses Bild hier betrachten, wir sehen ja, wir hatten hier sehr, sehr schön diesen Schub nach unten gehabt. Dann haben wir hier eine ganze Weile wie so eine Art, naja, Range gehabt. Hier war der Deckel oben drauf, hier an dieser Stelle. Hoppala, machen wir mal so. Und dann gab es unten drauf natürlich auch noch eine Begrenzung oder unten dran eine Begrenzung, wo der Markt nicht richtig runter wollte. Das ist dann hier unten, dieser untere Bereich hier, in etwa diese Marke. Das war, ich nenne das immer so, seitwärts Getingel. So, das also hier. Aber was ist hier passiert? Hier ist Folgendes passiert. Hier ist der Markt so langsam dynamisch hochgekommen. Das heißt, wir sehen hier einen Trend, der aktuell nach oben läuft. Hier unten sehen wir, da wollte er nicht so richtig raus. Und jetzt schiebt es den Markt sehr, sehr schön nach oben. Und wenn wir mal diese Dynamik uns anschauen, dann haben wir aus dieser Sicht jetzt zwei Potenziale. Zum einen natürlich die Oberseite hier, erst einmal bis zu diesem Swing High oben reinzulaufen in diese Marke. Ja, ich habe jetzt hier nicht genau getroffen, aber ich denke, man sieht, was ich damit meine. Und das nächste, der nächste Bereich auf der Oberseite, der dann da wäre, wäre mal hier oben dieser Bereich um dieses Zwischenhoch, um die Marke von 0,294. Das sind die Chancen, die wir da haben. Und die aktuelle Verortung ist halt auch hier unten in einem leichten Unterstützungsbereich. Und da sehen wir, dreht der Markt gerade rum. Und mit ein bisschen Glück sehen wir schon, was die Stunde hier macht. Nämlich genau das, was wir sehen. Wir sind gerade dabei, diesen Abwärtstrend zu brechen. Und das wäre eine schöne Umkehr. Das heißt, wenn wir hier dabei bleiben, dass der Markt hier oben drüber läuft, diesen Trend hier rausnimmt, dann haben wir eine Chance, nach unten zu laufen. Und das Ganze nach oben zu laufen und das Ganze als Aufwärtstrend hinwegzusetzen. Und da sehen wir dann, dass die Stunde in Richtung des Tages läuft. Und damit haben wir dann das Umkehr in Perfektion oder die Umkehr in Perfektion. Und dann haben wir wirklich die Chancen, nach oben reinzulaufen. Und gerade auch im kurzfristigen Bereich ist es ja immer wieder interessant, wo Anlaufbereiche da sind. Und das wäre mal hier oben dieses Level an diesem Trendhoch Nummer 1. Das ist grün, das brauche ich bitte in rot, weil das die Oberseite ist. Und damit ist der erste Punkt schon mal da. Und der zweite Punkt ist auch nicht weit weg. Das heißt, auch für das Kurzfristige gibt es interessante Marker, nämlich den Swing zumindest nach oben mitzunehmen, hier oben um dieses Hoch der nächste Anlaufpunkt. Das wäre auf alle Fälle mal mit da. Ansonsten, wenn es hier weiter nach oben strebt, haben wir auch noch einen Widerstand drinnen liegen, hier in diesem Bereich, als der Markt hier unten ausgebrochen ist. Also das sind so die Dinge, das ist für das kurzfristige Bereich oder für das kurzfristige Trading wichtig, dass wir auch diese kleinteiligen Sachen mit angeht, weil wenn man im 5-Minuten-Chart tradet, dann tradet man in der Regel nicht so weit der Entfernung wie hier hoch, sondern da braucht man schon die kleinteiligeren Sachen und da haben wir natürlich wichtige Sachen liegen. Wichtige Marker wären dann beispielsweise hier dieses Level, dieses Bruchlevel nach unten. Hier könnte möglicherweise ein Widerstandsbereich sein und das kann man sehr, sehr schön nehmen, um hier die Zielbereiche auch mit anlaufen zu lassen. Das sehen wir hier sehr, sehr schön als Weg nach oben mit offen. Das hier im Australdollar, Kandollar. So, jetzt schaue ich mal, ob ich noch weitere Chartfragen habe. Das habe ich momentan noch nicht. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir schauen jetzt weiter im Text. Das heißt, an dieser Stelle gehen wir jetzt hier in die Präsentation zurück. Wir gehen auf die Nachrichten, die wir diese Woche hatten, damit wir sehen, was hier gekommen ist. Wir hatten am Dienstag den ZEW-Konjunkturindex, also den Wirtschaftsbericht. Da sprechen wir nachher gleich drüber. Die Konjunkturerwartungen, die waren besser, als die Prognose gegeben hat, aber wir sehen es, der Wert ist trotzdem deutlich im Minus. Mittwoch haben wir aus Großbritannien den Verbraucherpreisindex bekommen, Marke von 1,7, etwas schlechter als das Ganze, was erwartet wurde, aber deutlich besser als das, was wir hier in Europa haben. Hier das gleiche, 1% haben wir in Europa. Gut, das ist auch erwartet worden. Von der Seite war das jetzt keine Überraschung. Aus den USA haben wir die Baugenehmigung bekommen. Schönes Zeichen. Die Zahl ist wieder angestiegen. Das ist immer vorteilhaft, wenn der Bauboom schön weiterläuft. Bei den Rohöllagerbeständen allerdings, das wird den einen oder anderen wirklich auch wundern.
die sind angestiegen, trotz der Situation, die wir gerade in Saudi-Arabien haben. Das an dieser Stelle. Gut, die Fed hat geliefert, was erwartet wurde. Der Zins wurde entsprechend gesenkt von 2,25 auf 2. Die Pressekonferenz, die war danach allerdings sehr, sehr interessant. Auch das nachher im zweiten Teil. Und am Donnerstag gestern, das sehen wir hier bei den Briten, wurde das Ergebnis getroffen. Einzelhandelsumsätze sind um 0,2% zurückgegangen. Die Bank of England hat auch die Erwartungen getroffen, das heißt, den Leitzins hat sie nicht angefasst. Und der Philly Fed Herstellungsindex, der hat eine Zahl geliefert, die die Erwartungen übertroffen hat. Hier war eine Zahl von 11 gegeben, 12 sind es gewesen. Aber, und das ist hier ein wichtiger Fakt, im Vormonat waren es noch 16. Das heißt, dieser Index ist auch am Sinken begriffen, was für die Wirtschaft ein eher schwächelnderes Zeichen ist. Und bei den Verkäufen bestehender Häuser ist die Zahl auch etwas besser ausgefallen, als das Ganze erwartet worden ist. Und wo wir gerade bei den Nachrichten sind, bleiben wir auch da. Wir schauen jetzt hier noch fix auf das, was nächste Woche kommt. Und da haben wir hier den Montag mit dem Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Am Dienstag gibt es den IFO-Geschäftsklima-Index. Und das Conference Board Verbrauchervertrauen aus den USA, also den IFO-Geschäftsklimaindex natürlich aus Deutschland, das versteht sich von selbst. Und das Verbrauchervertrauen hier am Nachmittag aus den USA. Mittwoch geht es dann weiter mit den Verkäufen neuer Häuser und wie immer die Rohöllagerbestände. Donnerstag wichtig in den USA, das BIP, sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor und die schwebenden Hausverkäufe. Und am Freitag ebenfalls aus den USA hier mit drei Bullenköpfen versehen den Auftragseingang für die langlebigen Güter. Das mal der Blick in die Wirtschaft für nächste Woche und damit gehen wir zurück in die Charts. Gold machen wir auch gleich. Das machen wir im großen Rundumschlag, was wir uns gleich bei den Indizes mit anschauen. Und damit gehen wir zu den Indizes. Wie schon gesagt, Gold mache ich auch mit. Ich ziehe mir das gleich mal in den Chart noch mit rein, dass ich es nicht vergesse. Der Goldpreis zieht hier gerade auch wieder etwas an, aber wir schauen hier zuerst mal auf den DAX. Im DAX hat sich im Vergleich zur Vorwoche eigentlich nichts getan. Es ist weiter ein schöner Bullenmarkt, aber interessant finde ich, wir sind in der Woche korrigiert und laufen nach oben. Also der Markt zeigt uns momentan jetzt nichts von Panik. Wir sind gut angestiegen, wir haben hier oben ein bisschen korrigiert, das ist ein völlig normales Verhalten. Wir haben mittlerweile auch das Potenzial dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation sehr, sehr schnell und ordentlich nach oben hin ausgereizt und jetzt stehen wir hier so ein bisschen oben ran. Punkt. Also, was wir hier sehen, ist natürlich, eine Situation. Es kann zum Schub nach oben kommen, es kann genauso gut zur Korrektur nach unten kommen. Dann hätten wir hier erstmal einen kleinen Abwärtstrend. Das Ganze ist eine 50-50-Geschichte. Da kann man bald eine Münze nachwerfen, wie in welche Richtung es weitergeht. Warum? Wir haben heute Hexensabbat. Das wissen wir selber. Wenn hier dann alle Kontrakte abgerechnet sind heute Mittag, dann werden wir sehen, wo die Richtung hingeht. Aber das Gesamte, das große Bild, das haben wir natürlich erstmal schön aufwärts gerichtet. Wir haben auch nach oben hin noch einiges an Potenzial da liegen. Wir sehen es hier oben, das Korrekturhoch, was wir hier drüben hatten, um die Marke von knapp 12.600 Zählern und dann hier das Zwischenhoch, das Jahreshoch sozusagen, das haben wir hier oben liegen bei 12.659. Also es ist noch Potenzial zur Oberseite da, in der Historie natürlich noch deutlich mehr Potenzial, also wir können schon noch ein bisschen steigen bis zum Allzeithoch, da ist noch einiges da. Wir müssen erstmal schauen, dass wir hier oben drüber raus können, dann bekommen wir nämlich auf der großen Woche auch einen schönen starken Aufwärtstrend dann auch wieder da. Wie schon gesagt, die Potenziale sind da, ob wir jetzt direkt reinlaufen oder nicht, das wird sich zeigen, das spielt aber keine Rolle. Wenn es nach unten geht, können wir wieder die Korrektur ein bisschen traden, das große Bild ist aber mittlerweile wieder eher aufwärts gerichtet und da wird sich der ein oder andere auch die Augen reiben, muss ich sagen, Moment mal, wir haben jetzt hier in Deutschland rezessive Phasen, was ist denn los? Da komme ich dann gleich drauf. Im zweiten Teil, warum der Markt hier steigt, das ist nämlich das gleiche Spiel, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben, wenn die Notenbanken mitarbeiten. Also der DAX schön aufwärts gerichtet, kurzfristig ist natürlich Korrekturpotenzial da, aber wie schon gesagt, heute ist großer Verfalltag, da ist alles immer ein bisschen anders. Da kann also auch ordentlich Volatilität mit reinkommen. Blicken wir weiter
in die US-Märkte. Wir schauen hier an dieser Stelle auf den Dow, also US30, das Kürzel hier an dieser Stelle. Und da sieht das Bild genauso aus wie im DAX. Ja, schöner Aufwärtstrend hier, weit gelaufen. Das Ganze hier, wir haben das ja mal ausgemessen, ist auch ordentlich in Zielbereiche reingelaufen. Alles gut. Wir laufen hier jetzt auf relativ hohem Niveau. Das heißt, wir haben hier ein Muster, dass wir die korrektive Phase aktuell über die Zeit haben, nicht über die Tiefe. Wie schon gesagt, auch hier ist natürlich heute am Hexensabbat und das kann auch Impact haben. Aber wenn wir uns das mal anschauen, hier ist es nicht mehr weit bis zum Allzeithoch. Und da wird es jetzt natürlich sehr, sehr spannend zu sehen. Interessant wäre es, oder rein von der Marktkonstitution, von der Verfassung her, ist das, was wir hier sehen momentan, eigentlich ein relativ starkes Zeichen, weil wir sind relativ weit nach oben gelaufen. Wir stehen kurz unter dem Allzeithoch und es kommt aktuell kein Verkaufsdruck auf. Das heißt, das ist eine Konsolidierung über die Seite und das ist eine hohe Flagge hier an dieser Stelle, was in der Regel eher ein positives Zeichen ist. Aber auch hier müssen wir heute konstatieren, der Hexensabbat ist noch da. Wir müssen mal warten, was hier ausgerechnet wird. Wir sehen aber auch, die Fed hat geliefert, was der Markt erwartet hat und er ist jetzt nicht panisch geworden, der Markt. Das heißt, hier läuft alles in Ruhe weiter und das, was wir hier sehen, ist eher ein bullisches als ein bärisches Zeichen. Das heißt, die Chance, dass wir übers Allzeithoch drüber laufen, die ist weiterhin gegeben und was wir hier sehen, ist wirklich eine Zeitkorrektur. Und wenn wir mal sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage sind wir hier, naja, hier angefangen 7 Tage, sind wir in die Korrektur reingelaufen. Und wenn man mal zählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage, 7 Tage, also das Ganze, was nach oben gelaufen ist über die Zeitachse, ist mittlerweile über die Zeitachse vollständig korrigiert auch worden. Von der Seite her wirklich ein schönes Stärkezeichen. Warten wir ab, was heute Abend passiert oder in den USA dann am späten Nachmittag. Und damit kann das Bild hier sich dann ändern. Hier aber weiterhin die Bullen da. Korrekturphasen können immer wieder kommen. Hier unten haben wir das Trendtief stehen bei knapp 26.000 Zählern. Bis dahin kann Korrektur auch kommen. Aber ansonsten das Bild doch deutlich positiv. Und die Fed, die hilft natürlich auch. Das gleiche Bild sehen wir hier im US 500, also im S&P 500. Nur, dass wir hier keinen, sag ich mal, Seitwärtslauf hatten, sondern wir sind ja schon ein Stückchen weit runtergelaufen. Wenn man mal diesen trendigen Verlauf hier sieht, diesen untergeordneten trendigen Verlauf. Und jetzt stehen wir auch hier am Allzeithoch, sehr, sehr interessant zu sehen. Auch hier kommt so Stück für Stück Stärke rein. Von Panik ist ja auch nichts zu sehen. Der Ausbruch aus der Augustbox ist wirklich sehr, sehr schön gelaufen. Und damit haben wir hier auch das bullische Bild da. Chancen nach oben weiter offen und ein Ausbruch über das Hoch, das Allzeithoch, wäre doch sehr, sehr schön an dieser Stelle zu sehen. Zumal wenn wir wirklich hier rangelaufen sind, dann kam die Korrektur und jetzt hat der Markt sozusagen die Kraft möglicherweise, um direkt nach oben reinzulaufen. Das heißt hier, das war sozusagen die Korrektur und jetzt sind wir schon wieder auf dem Weg nach oben. Das hier zum S&P 500 und dann schauen wir noch den technologielastigen Nasdaq an. Und hier haben wir nahezu das identische Bild, also auch schön auf dem Weg zum Allzeithoch. Die Korrektur hat etwas früher hier angefangen. Wir sind nicht ganz so nah rangelaufen, aber auch hier, wir sehen es, der Trend ist weiter intakt. Der Markt läuft weiter nach oben und auch hier bullisch unterwegs. Interessant wird es hier, was oben am Allzeithoch passiert. Finden wir dort Käufer, dann könnte es durchaus einen schönen Schub nach oben gehen auf neue Allzeithochs. Da ist natürlich hier oben immer die Gefahr da, dass wir einen Abprall bekommen. Nur aktuell sehen wir das noch nicht. Und wie schon gesagt, die Notenbank steht ja auch Spalier bei Stange, um den Märkten bzw. der US-Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Das also der Blick in die wichtigsten Indizes. Und damit gehen wir nochmal in den Wunschmarkt rüber, in den Goldchart mit hinein. Das Ganze hier auf Tagesbasis auch zu sehen. Und hier hat sich im großen gesamten Bild, seitdem wir den Goldchart zum letzten Mal besprochen haben, nicht wirklich was geändert. Hier bildet sich aktuell eine Trading Range raus. Das heißt, an dieser Stelle, wenn wir uns das Bild mal anschauen, wir haben hier definitiv einen Boden auf der Unterseite, der bis dato hält. Ja, hier gibt es immer wieder den Abprall. Obendrauf ist so ein kleines bisschen ein Deckel. Also hier oben kommen wir momentan nicht wirklich richtig drüber. Wir haben hier, ich ziehe es mal ganz kurz etwas nach oben.
Hier oben wollen wir nicht so richtig drüber. Also die Marke von 1510 Dollar ist momentan der Deckel drauf. Wir haben hier oben auch einen Widerstand laufen bei 1517, 1520 in diesem Bereich. Der Markt hat es schon mal versucht, oben drüber zu laufen. Aber wir haben nach diesem Rutsch nach unten hier eine Seitwärtsphase einfach mit am Laufen. So, das ist da. Was aber wichtigerweise konstatiert werden muss, auch an dieser Stelle ist, dass dieser Aufwärtstrend erst einmal gebrochen worden ist. Das heißt, hier besteht natürlich auch die Gefahr, dass wir nach unten drunter durchbrechen. Und wenn dieser Bruch kommt, dann müssen wir hier die größeren Level mit anschauen. Das heißt, hier irgendwo dieses Supportband zwischen 1453 und knapp 1440 Dollar, wenn wir uns den Tageschart mal anschauen. Das heißt, hier Seitwärtsphase, hin und her getingelt. Das ist natürlich für In-Range-Trader sehr, sehr schön, von oben nach unten oder von unten nach oben zu traden. Das kann man und sollte man dort mit auf dem Auge haben. Der Bruch nach unten, der spielt dann das Spiel, dass das hier weiter nach unten läuft. Dann haben wir einen Abwärtstrend und wie schon gesagt, die Anlauflevel haben wir dann hier unten an dieser Stelle. Der Schub nach oben wäre bullisch zu sehen. Und warum bullisch? Weil wir hier, das, was wir hier jetzt sehen, nur eine Korrektur auf dem haben, was auf Wochenbasis passiert ist. Ne? Wenn wir mal sehen, wir sind ja, ich muss mal ganz kurz in die Monatsbasis reingehen, wir haben hier eine riesige Konsolidierungsformation auf der Wochenbasis gehabt. Schaut euch das mal an. Wir sind hier oben runtergelaufen und haben dann hier unten so einen schönen runden Boden gebildet. Und der hat hier oben über dieser Marke, ich ziehe mal ganz kurz hier eine rote Linie drauf, hier. Das war der Deckel vom Boden und den haben wir ordentlich rausgenommen. Und wir sehen es, die Woche ist hier schön nach oben getrendet und die Woche steht halt extrem weit in der Bewegung. Das heißt, hier sehen wir auch einen trendigen Markt und der letzte Schub ist halt weit gelaufen und da kann es halt auch mal zu Korrekturen kommen. Und wenn so eine Woche korrigiert oder auch der Monat korrigiert, dann ist es natürlich logisch, dass wir da in dem Tag auch einen Abwärtstrend bekommen. Das muss man immer von der Seite her mit einordnen in das gesamte Bild. Und wir haben jetzt halt, wenn wir eine Korrektur bekommen, doch einiges an Potenzial mit da. Denn wir sehen, die Unterseite ist ja auch offen. Alleine auf Wochenbasis könnten wir ohne dieses positive Bild kaputt zu machen unter 1400 Dollar laufen. Da ist eine Menge Holz auch mit zu holen. Ob so kommt, ich weiß es nicht. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sich die Situation an den Märkten entwickelt, wenn die Aktienmärkte wieder rumdrehen sollten. Wir haben ja jetzt September noch, da kann es wackelig sein. Oktober ist auch immer mal ein Monat, der relativ wackelig bekannt ist. Also wir haben schon die Chancen zur Oberseite weiterhin offen. Aber wenn die Aktienmärkte jetzt plötzlich durchstarten, dann kann es schon sein, dass der Goldmarkt tiefer nach unten korrigiert. Das heißt, das große Bild Woche und Monat deutlich tiefer reingeht. Und dann bekommen wir natürlich auf Tagesbasis einen Abwärtsdruck. Und der hat dann natürlich schon die Chance, deutlich auch nach unten zu laufen. Also das Potenzial ist da definitiv da. Und das kann man als Trader dann natürlich nutzen, wenn man das Gesamtbild betrachtet. Aus diesem Grund schaue ich hier an dieser Stelle halt immer auch auf andere Zeiteinheiten mit drauf, damit wir mal sehen, welche Potenziale denn überhaupt mit da sind. Das Ganze hier zum Gold. Danke für die Nachfrage. Olaf, dir auch ein schönes Wochenende. Und wir machen jetzt an dieser Stelle weiter mit dem Blick in das, was wir diese Woche auch gehört haben. Das heißt, wir schauen jetzt auf die Konjunktur. Ich mache kurz einen kleinen Break im Facebook-Stream. Das heißt, ich mache ein zweites Video, dass man sich das geteilt anschauen kann. Hier ist also ganz kurz Pause. Ich bin sofort wieder da.